Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Wir haben eine Ratsmission, Operation Ferner Wächter. Wir sollen den VIP aus einer Adventzelle befreien und der VIP heißt Kevin Lannister. Er ist Ingenieur und die brauchen wir ja gerade. Und obendrein gibt es auch noch 108 Informationen. Da wollen wir doch gleich mal reingehen. Setz Fuß auf den mexikanischen Regionaltrakt. So, Team wird ein bisschen problematisch, weil unsere drei besten Leute, Ed, Sam und Ilaria, sind leider alle noch leicht verwundet. Die dürften zur nächsten Mission wieder alle da sein. Aber dabei müssen wir mal, sagen wir mal, mit dem B-Team auskommen. Wyman, Rob, der jetzt auch wieder verfügbar ist. Euron als Grenadier. Jetzt müssen wir überlegen, wen wir sonst noch brauchen oder mitnehmen wollen. Also ich möchte eigentlich nicht den zweiten Scharfschützen haben. Aber ich hätte gerne einen zweiten Grenadier. Wir haben ja auch extra in der letzten Folge noch die Waffen der Grenadiere abgedatet. Das heißt, das ist okay. Jetzt die Frage, nehmen wir Arya mit oder nehmen wir Mycella mit? Mycella bringt uns eigentlich wenig, aber auch Arya bringt uns nicht so wahnsinnig viel. Aber die muss mal aufsteigen. Dann nehmen wir Mycella mit. Lass mal sie mal probieren. Und bei ihr müssen wir noch was machen. Ich sehe schon, die Farbe von der Waffe passt mir nicht. Bei mir sind die Farben immer Hauptrüstungsfarbe und Waffenfarbe dieselbe. Das müsste Gold sein. Dann nehmen wir das. So schaut es viel besser aus. Okay, dann brauchen wir noch Ausrüstungsgegenstände. Mycella darf dann auch mal gleich das Medikit mitnehmen. Mitschleppen. Und Doran, weil er auch noch nicht so weit ist, der nimmt noch die Blendgranate. Sagt immer einer, der als erstes mitkommt, nimmt die Blinkgranate. Außer es sind nur Erfahrene dabei. Wir starten den Einsatz. Ab geht's. Skyranger eingesetzt. Sind in Position für den Einsatz. Wir rücken aus, um eine Notfallextraktion für den Widerstand vorzunehmen. Der Sprecher hat uns die Koordinaten einer VIP gegeben, die aktuell von Advent-Truppen hier im Gebiet festgehalten wird. Wir müssen das Gebiet sichern, alle Feinde ausschalten, die sich uns in den Weg stellen, und den Gefangenen befreien. Der Firebrand bringt uns in den geschützten Block. In Los Angeles, Operation Ferner Wächter. Wir müssen einen VIP aus einer Zelle befreien, da müssen wir die Zelle wahrscheinlich vorher noch hacken und aufmachen. Und dann Richtung Evac Zone bringen. Und natürlich unsere ganzen Leute hier ebenfalls. Was mir noch aufgefallen ist, wie wir hergeflogen sind, der düstere Event Wachsamkeit ist weg. Also anscheinend ist der Monat abgelaufen. Die Aliens können uns nicht mehr ganz so gut entdecken, wie es die letzten zwei oder drei Missionen waren. Obwohl wir eigentlich immer ganz gut drumherum gespielt haben. Ich glaube, wir sind nie in ihre Falle getappt. Science 5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Okay, Evac Zone ist direkt hinter der Position der Zelle. Vorher immer schauen, sind da irgendwelche Position Zivilisten? Sind keine. Also starten wir mal los. 12 Runden haben wir, aber da drüben sind Zivilisten. Okay. So, Rob. Doran, die neuen Namen muss ich mich auch noch gewöhnen. Mycella. Auf einen Schlag ganz schön weit. Dann versuchen wir erstmal Doran darüber zu bringen. Doran. Okay, Grupo, but. Okay, ich spreche kein Spanisch, aber kleine Gruppe. So, Mycella können wir dann tatsächlich jetzt da nicht mehr hinziehen. Praktisch den Platz weggenommen. Dann geht's immer daher. Okay. Bin mal nicht mehr bis daher. Schade.
Wyman, was mit dir? Ich glaube, die können wir da ganz gut brauchen, ne? Erst einmal. Aber wir ziehen dich zumindest noch ein bisschen vor. Nächste Runde legen wir los gegen die Gruppe. Erstmal alle in Feuerschutz gehen. Schauen wir mal, wie sie sich hinbewegt. Hoffentlich in unsere Richtung. Naja, sie geht weg. Wir müssen eigentlich ja gar nicht dahin, sondern darüber. Nach rechts. Gruppe, Mensch, komm doch zu mir. So. Lauren? Bien, me muevo al objetivo. Sella? Mal hier hin. Rücke zur Zielposition vor. Okay. Ja, die könnte entdeckt werden. Ja, aber auch nicht so tragisch. Rob, hast du irgendeinen Platz, wo du ohne Sprinten hinkommst? Eigentlich nicht. Dann machen wir dasselbe auch noch mit der Augenklappe. Crow's Eye. Euron Greyjoy. Und wir gehen doch noch mal eine Runde auf Overwatch. Und greifen dann doch erst nächste Runde an. Ah, sie kommen zurück, Gott sei Dank. So, wenigstens der Plan ist aufgegangen. Ich denke, wir nehmen hier mal noch keine Granaten her. Wyman soll eröffnen. Mit 100% Schuss auf den Captain. Dann der Rest reagiert entsprechend. Oh, 5 Schaden, also hat noch 2 übrig. Jo, Cover is blown. Okay, also an sich einigermaßen dankbar hingestellt. So, Doran, du hast jetzt gleich die Chance, deinen ersten Kill hier zu verbuchen. 88%, wir haben ja ganz recht. Wenn wir dafür den Drop brauchen, damit wir den noch concealed halten. Ja, Graz, willkommen im Team. Und Myrcella, geben wir auch die Chance. Wo steht denn der? Ah, der steht da. Da hat sich dahinter was noch versteckt, okay. Dann hat natürlich Myrcella keinen so guten Platz mehr auf einen Schlag. Kann der schießen? Ja, er kann schießen. Geht mal Euron hin. Versucht mal. Ja, 50%, aber mal 250% Schüsse, einer geht schon rein ins Ziel. Jawohl. Und gleich der erste. Passt. Da habe ich natürlich. Da habe ich natürlich wieder mit viel zu offensiv gespielt. Aber macht nichts. Wir sellen heute den Loot auch noch gleich ab. Magazinerweiterung. Und Rob scoutet für uns noch vorwärts. So, wir müssen in diese Richtung. Und wo genau? Ah, okay. Schon in dieses Gebäude, das da vor uns ist. Passt. Erstmal ein bisschen scouten. Dann ein bisschen mehr scouten. Nichts aufgedeckt, das heißt, Myrcella kann auch hier rüber gehen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass irgendwas passiert. Aha, da kommt aber schon die nächste Truppe. Was war denn das? Das war auf jeden Fall ein Trooper. Ah, jetzt sehen wir es besser. Trooper, Sektoid, Stunlancer, okay. Die kommen aber eh in unsere Richtung. Passt. Aber es kann natürlich sein, wenn wir jetzt zu weit nach vorne gehen, dass wir die aufdecken. Schauen wir mal, ob das schon zu weit ist. Nein. Dann schlage ich mal vor. Erstmal muss Wyman muss sowieso jetzt hier nachsprinten. Sella und Euron. Er muss auch nachziehen. Aber zumindest zweimal auf Overwatch. Falls sie noch weit in unsere Richtung kommen.
Gucken wir schon mal zwei Zusatzschüsse. Nein, sie haben sich gar nicht bewegt. Okay. Sie haben sich gar nicht bewegt. Okay. Jetzt machen wir mal die Tür auf. Ich würde gerne einen Schuss auf den Stunlancer mit Rob hinkriegen. Das könnte da drüben klappen. Wollen wir mal hoffen, dass sie uns nicht entdecken. Nein. Jawohl. Stunlancer, 95% Chance. Weil das ist für mich hier mit Abstand der gefährlichste. Hohe Crit-Chance. Jawohl, genau. Plan, den ich hatte, aufgegangen. Ja, ich weiß, es war gut, Rob. Oh, Selbstvertrauen hat er auch noch, der Rob. Jawohl, so muss sein. Jo, kommt nur näher, Freunde. Wo haben wir Granaten? Euron, oder? Euron hat Granaten. Alles klar. Euron. Hier müssen wir sogar unter Full Cover sein. Du haust da gleich mal Granaten rein. Es müsste beide treffen, müsste sämtliche. Jo. Alles on cover, was sie haben, wegnehmen. Boah. Läuft bisher gut. Oh, nicht nur das, er hat den hinten auch noch mit 4 getroffen. Hat nur noch der Sektoid. Hat Leben über. Okay. Doran kriegt gleich nochmal eine Chance auf einen Kill. Aber leider daneben, aber das Fenster ist immerhin. Ah, nicht so verkehrt. Wie schaut's hier aus? Kriegen wir da einen Schuss? Nein, kriegen wir keinen. Kriegen wir von hier einen Schuss? Ja, von hier. Von beiden Stellen, aber leider halt. Ja. Position bestätigt. Nur normale. Das sind 50%, das ist mir zu wenig. Wie schaut's bei dir aus? 40% ist mir dann natürlich auch zu wenig. Dann kommen wir näher. Und dann gehen wir mal hier auf Overwatch mit den beiden. Okay, hätte auch noch blitzschnelle Hände. Wie viel hätten wir da Schaß? 40% ist mir zu wenig, wie gesagt. Wir gehen hier einfach auf Feuerschutz. Sollte er sich bewegen, kriegen wir zwei Schüsse auf ihn. Er wird sich, denke ich, bewegen, weil er beschissen steht. Das ist ihm jetzt gerade aufgefallen. Okay, Marcella. Jawohl, diesmal getroffen für 5 und für 3. Da vorher die Bombe schon abgekriegt hat, tot. Schön war er, man. So, wo ist er? Hä? Wie kommen wir da hin? Oha, so. Nee, das kann es nicht sein. Oder doch? Oder wir. Oh, müssen wir da irgendwie von außen hin? Ah, da ist. Okay. Können wir da irgendwie rein? Geht das? Ja, das müsste gehen. Okay, das müsste eigentlich funktionieren. Wen können wir von außen da reinziehen? Jo, hier so. Ich rücke aus! Können Sie nämlich genau die Tür aufmachen. Und gleich mal luken, ob da was ist. Da ist nix. Perfekt. Rob, kannst du mal. Wie weit kannst du schauen? Ah, nicht so weit. Leider. Okay. Alles rein ins Haus. Wo müssen wir denn danach hin? Da hinten. Okay. Ist da irgendwo ein Ausgang? Ist da. Ist dieser Ausgang? Geht's da irgendwo raus? Boah, gib mir das auf den Senkel. Wo ist die Tür hier? Da ist die Tür. Das ist außer vom Haus? Nein, das ist nicht außer vom Haus. Nein, das ist nicht außer vom Haus. Da wird aber hoffentlich irgendwo eine Tür rausgehen. Das heißt, ich möchte eigentlich auch nur einen reinschicken. Die anderen bauen quasi schon mal den Weg für ihn. Schießen den Weg schon mal frei. Affirmativo. Mal schauen. Ich glaube, dass die andere Truppe
draußen wartet, deswegen ziehe ich ihn jetzt einmal daher. Whatever you say. Jo, so ist es. Dann geht mal der Seller mit ihm hier mit. Nähere mich der Zielposition. Die anderen suchen schon mal einen Ausweg, wenn wir hier aus dem Haus wieder rauskommen. Okay, da ist eine Tür. Die führt uns raus. Gut. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit, vielleicht auch nach oben zu kommen? Wahrscheinlich. Okay. Sollte überall nichts passieren, wenn wir ihn einfach daneben stellen. Passt. 6 Runden sollte klappen. Okay, jetzt aber, Rob. Tür aufmachen. Lieber Myrcella, weil die hat größere Chancen, aber die kommt nicht bis dahin auf einen Schlag. Dann mach doch lieber Rob die Tür auf. No problem, boss. Und zwar unter der Voraussetzung, dass hier keine Gruppe ist. Es ist keine hier. Okay. Da geht's auch. Doch, da geht's auch raus. Oh, da haben wir ja den wirklich den komplett kurzen Weg. Freunde, wir gehen hier rein. Luke erstmal rein. Ricevuto. Mi muovo sull'obiettivo. Nix da. Sehr gut. Dann können wir hier. Ja, da ist definitiv nichts. Okay. Super. Alles klar, da ziehen wir die Leute alle da rein. Kann nichts passieren. Geht schon mal Richtung Tür. Aber noch nicht aufmachen. Bin dabei. Wyman auch hier rein. Rob, mach die Tür auf. Ja gut, also was wir hier wahrscheinlich gewinnen können, weil es wieder der Ranger macht, das ist wahrscheinlich minimal. Ein kleiner Informationsspeicher oder ein großer. Wir versuchen uns mal an dem kleinen. Aber gut, da waren wir ganz weit weg, aber war zu erwarten. Aber die Tür ist auf. Kevin Lannister ist befreit. Aber warum befreien wir den Lannister? Okay, andere Frage. So, Kevin. Minus 1-5, Status bestätigt. VIP im Schlepptau. Zum Evakuierungspunkt vorrücken. Ich denke, dich sollte man noch bewegen können. Dann stellen wir dich schon mal hier neben die Tür. Und lassen dich mal in Deckung gehen. Was ist das hier? Ah, Tür öffnen. Na, Tür öffnen, um Gottes Willen. Nächste Runde, ja, aber nicht jetzt. Oh, jetzt haben wir auch noch Reinforcements. Das war klar. Minus 1-5, wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Deswegen sollten wir jetzt auf jeden Fall mal die Tür aufmachen und die erste Gruppe, oder die letzte Gruppe, die jetzt sicherlich sofort erscheinen wird, sobald wir das aufmachen, noch bekämpfen, bevor der Ding genau hinter der Tür stehen soll. Kommt doch rein! Ja, hier ist schön warm. Wollen sie nicht. Gut. Was können wir alles bieten? Myrcella kann schon mal richtig was bieten. Die kann nämlich hier einen Flankshot auf dem schwierigsten Gegner hier, nämlich auf dem Stunlancer anbieten. Wow! Auch gleich noch kritisch, genau die 8 Schaden, die wir brauchen, der ist weg. Nice. Wirklich nice. So, was haben wir noch? Wir haben hier drüben einen und wir haben hier einen. Was haben wir sonst noch? Dann haben wir noch Doran, der genauso weit laufen kann. Das auch macht. Okay, jeweils 50%. Nicht gut. Ah, was können wir mit dem VIP machen? Können wir den vielleicht sogar in die Extraction Zone ziehen? Ah, nicht ganz. Schade. Rob geht hier hin. Also ich will einfach nur den Trooper abbauen. Der Sektoid, wenn er alleine ist, kriegt er Angst und beschwört sicherlich einen. Und das ist jetzt genau mein Plan hier. Jetzt haben wir den Sektoid so richtig Angst gerade eingejagt, weil nämlich seine Kumpels links und rechts einfach mal umgefallen sind.
kommt Wyman noch raus. Für einen Overwatch-Shot auf das gleich landende Ziel. Und Thorin muss auch noch sich hier irgendwo in die Richtung bewegen. Wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal Kevin Lannister Richtung Evac Zone ziehen. Ah, da kommt ihr bis da rein. Okay. Warum ging es vorher nicht? Total egal. Kevin, see you. Auf der Avenger. Und Doran. Kommt da bis zur Tür wenigstens. Schade. Aber ziehen wir ihn hierher. Der Rest geht auf Overwatch, der Sektorhead. Gefühlt bleibt einfach stehen und wird versuchen, einen seiner Kumpels wieder zu beleben. Aber mal schauen, was uns da noch erwartet. Drei Stück, einen Captain konnte ich schon mal erkennen. Captain und zwei Trupper. Ah, nichts, was uns zu stark beeindruckt. Gott sei Dank. Weil wir haben nur das B-Team dabei. Nun, sie sind dann noch ewig weit weg. Okay. Ja, aber einer läuft in den Overwatch rein. Thorin. Dabei. Jo, er läuft auch. Kriegt einen Pistol-Shot in den Rücken. Wie gesagt. Ist. Ah, na doch nicht. Oh, Mind Control. Auf. Rob. Das ist jetzt schlecht. Das heißt, Marcella, du bist wieder gefragt. Vier Runden, also es ist auch okay, wenn wir nochmal hintergehen. Du spielst hier irgendwie unseren Ranger heute. Wow, ja Mädchen. Gut, dass wir dich mitgebracht haben. Ziel vollkommen erledigt. Rob kann jetzt gleich wieder eingreifen. Passt. Hier haben wir eine Granate, die wollen wir sofort einsetzen, nämlich da hinten auf den Captain und auf den einen Trupper. So, euch zwei Freunde. Wollen wir mal ein bisschen einheizen. Vier und drei. Super. Weil ich denke nämlich, dass Euron auch noch eine Granate hat. Jawohl. Er könnte auch bis dahinter kommen. Und dann hätten wir nämlich die zwei, wären wir die zwei los. Aha, genau nicht. Okay. Da müssen wir einen anderen Plan vielleicht. Haben wir sonst noch einen guten Plan? Wo ist der? Okay, der ist da drüben. Ja, wir müssen aber Rob nach vorne ziehen. Oder neben das Auto will eigentlich nicht stehen, wenn da einer eine Granate schmeißt. Aber ey, was soll's. Jo, den wollen wir unbedingt nicht haben. Den wollen wir unter gar keinen Umständen nicht haben. Gleich wieder mal kritisch. Ja, jetzt sind wir in der kritischen Phase, das Team. Ja, ich hab's gesehen. War super. So, wie kriegen wir denn da jetzt noch einen Pistol-Shot? Okay, da wird ein 90%. Okay, das wird den zerlegen. Und dann haben wir den da hinten noch. Und da hätten wir auch noch 70%. Ah, warte mal. Haha, von wegen. Auf den haben wir nämlich, genau, auf den haben wir die Granate, die 100%ig einschlägt. So wird ein Schuh aus der ganzen Geschichte. Und jetzt kann Wyman aus seiner Position raus. Den mit 90% treffen. 90% kann schon mal klappen, gell? Kann aber auch mal nicht klappen. Jetzt steht er direkt in der Mitte und kann von dem aber mal so richtig gekrittet werden. Aber aus irgendeinem Grund will er nicht. In dem Fall bauen wir dem jetzt gleich mal hier Cover und Overwatch ab. Genau, und wer kriegt den Kill?
Ich geh mal bei einem hin. So, wir haben auch nur zwei Runden dann, um zu evakuieren. Läuft! I'm trusting you here. Und er kriegt sogar zwei Chancen. Einmal mit der blitzschnellen Händen. So, reicht. Das war's. Freunde. That's it. Ist jetzt auch mein Fazit von der Mission. Jo, Euron. Geht schon mal dahin. Andando. Wo wir brauchen. Und Myrcella läuft auch schwer in die Richtung. Bin schon dabei. Ja. Seh dich. Nachladen. Ah, Wyman kann auch noch. Ach so. Warum? Ach, der kann nochmal. Oh, weil wir ja die Hände hergenommen haben. Da können wir jetzt schon mal drei Stück evakuieren. Adio. Und die anderen zwei kommen in der nächsten Runde dran. Bin unterwegs. Whatever you say. Ja, super, die war makellos. Die Gegner waren aber auch nicht wahnsinnig schwierig, aber es hat wahnsinnig viele Advent-Soldaten gegeben. Meines 1-5-Status bestätigt, Mission erfüllt. Trotz B-Team sind wir da super durchgekommen. Ja, nichts eingesteckt, kein einziger Schuss auf uns abgegeben worden. Rob, meistens Schaden verursacht. Verursacht. Und Myrcella, muss schon sagen, für die erste Mission Respekt. Makellos, aber leider keine Aufstiege. Zwei Missionen hintereinander schon. Können wir schnell drüber hinweggehen. Kevin, sehr gut, und ein Magazin. Wenn man Ihre begrenzten Ressourcen bedenkt, Commander, haben Sie meine Erwartungen trotzdem übertroffen. Gute Arbeit. Zusätzlich noch 108 Info. Läuft. Sein Wille ist wiederhergestellt. Und Kevin werden wir natürlich jetzt sofort mal einsetzen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, ihn hier auch einzusetzen, damit unsere Verletzten schneller wiederkommen. Aber ich glaube, die kommen sowieso alle demnächst wieder. Ja, die sind alle gleich wieder da. Nur Varys, aber wegen dem einen setzen wir da nichts rein. Erstmal. Das heißt, wir packen ihn erstmal in den Testbereich rein, damit der schneller fertiggestellt wird. Okay, dann scannen wir. Da war noch irgendwas, da wo wir kurz vorm Fertigwerden waren. Ja, die Vorratslieferung. Kann sein, dass die das war. Genau, die Vorratslieferung war das. Die machen wir auch fertig. Avenger berechnet neuen Kurs. Da haben wir sie. Neues Personal verfügbar. Na, schauen wir uns auf jeden Fall an, weil wir sind eh in der Nähe. Auf Sektor 8, Mexiko. Willkommen, Commander. Oh, da wäre ja auch eine Ingenieurin. Halt, falsches Bild. Genau, Marjorie Tyrell für 205 Vorräte. Noch ein Ingenieur. Überlegen wir. Einen Wissenschaftler kriegen wir noch. Hier oben kriegen wir einen Soldaten. Okay. Und am Schwarzmarkt können wir auch nochmal nachschauen. Wobei, ich schaue jetzt mal nach und es ist immer noch dasselbe da. Ingenieur. Ich glaube, wir kaufen ihn. Willkommen, Commander. Wir kaufen ihn. Komm. Willkommen im Team, Marjorie. Wir haben so viel Geld momentan. Also, wollen wir mal jetzt nicht übertreiben, aber das ist doch einiges. Das brauchen wir zwar jetzt dann gleich für Armer. Jetzt können wir noch einen Wissenschaftler. Elaria ist auf jeden Fall schon mal zurück.
Missende als Wissenschaftler. Gut. Sam zurück. Jetzt geht nur noch Ed ab. Schnell am Schwarzmarkt vorbei, bevor wir da hochfahren, um den Soldaten zu holen. Der Markt ist offen. Alien-Datenspeicher kaufen die. Sehr gut. Den verkaufen wir sofort wieder. Das sind so Sachen, die brauchen wir jetzt einfach noch nicht. Und wenn die uns das anbieten, dann nehmen wir das. Und was könnten wir kaufen? Nichts, was ich unbedingt brauche. Wissenschaftler brauchen wir ganz sicher nicht. Das hier beschleunigen, das könnte man machen. Das eventuell, die Option haben wir, merke ich mir. Gehen wir hoch zum Soldaten und versuchen den Avenger zu finden. Berechnet neuen Kurs. Und Ed ist zurück. So, jetzt sind eigentlich alle wichtigen Leute zurück. Der Testbereich ist bereit, Commander. Wir können den Schädelstecker auf Ihren Befehl bauen. Ja, jetzt ist der Testbereich fertig. Und was können wir schon alles bauen? Experimentelle Munition, experimentelle Granate. Das sind alles Sachen, die werden wir definitiv angehen. Aber ich denke mal, am Anfang fangen wir an, hier erstmal den Schädelstecker zu bauen. Ich lasse das Team sofort daran arbeiten, Commander. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn wir... Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir können jetzt den Ingenieur da reinstecken. Jetzt überlegen wir uns mal, wo wir den frei gewordenen Ingenieur am besten hinstecken. Wir haben zwei, oder? Genau, wir haben noch einen gekauft. Oh, wir haben zwei Ingenieure. Okay, super. Dann einer geht da rein. Kevin geht da rein. Der gräbt das Teil hier aus. Wie lange brauchen wir da unten eigentlich noch? 13 Tage, okay. Und dann können wir den letzten hier reinstecken, damit es schneller fertig wird. Oder hier reinstecken, damit wir da weiter vorwärts kommen. Aber die können wir immer noch später machen. Ich glaube, wir gehen erstmal da rein. Und Marjorie hilft uns mal, den Schädelstecker in der halben Zeit. Genau, in der halben Zeit zu bauen. Keine Funkrelais, weiß ich. Energie, weiß ich. Energie würden wir hier gern bauen. Okay, weiter am Soldaten rumnuckeln. Aber das schaffen wir nicht mehr ganz, denn wir haben einen Guerilla-Einsatz. Okay, also was haben wir? Wir haben schwer schon. 161 Vorräte und Verstärkungen bei allen Guerilla-Einsätzen. Mhm. Wir würden die Zeit für eine Alien-Einrichtung um 4 Wochen verkürzen. Mittel- und Wissenschaftler, den ich eigentlich nicht wirklich brauche. Und wir hätten ein Hidden Event mit einem Ingenieur, auch schwer. Ingenieur brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Da wäre fast das Beste. Das, wenn wir verhindern können, wäre super. Die Vorräte können wir immer brauchen, aber schwer. Eieiei. Egal. Wir werden es auf jeden Fall erst in der nächsten Folge angehen. War eine super Mission. Makellos. Trotz B-Team. Bin stolz, dass das so gut und so einfach ging. Sollte es euch gefallen haben, dann bitte ich euch, ein Like da zu lassen oder gar zu abonnieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, mein Motto einfach folgen. Keep on rockin'!